Im Neubau kam hauptsächlich Holz als Baustoff zum Einsatz. Von 2009 bis 2011 wurde die Schule saniert und erweitert. Alt wurde mit neu kombiniert und Nachhaltigkeit und Energieeffizienz waren die beiden bestimmenden Faktoren. Die offizielle Preisübergabe erfolgte schon im November des Vorjahres. Beim Festakt wurde der Preis weitergereicht. Heute übergibt die BIK den Holzbaupreis, den Steirischen, an die Schule. Die Preisverleihung, die offizielle, hat ja schon im November stattgefunden in Graz. Aber die BIK als Eigentümerin der Schule übergibt es jetzt an den Nutzer. Und das wollen wir natürlich auch den Schülerinnen und Schülern mitteilen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Botschaft des Steirischen Holzbaupreises auch bei den Schülern ankommt. Womit hat die Schule sozusagen diesen Preis verdient? Geht es da um den Zubau, der errichtet wurde? Es geht in erster Linie um den Zubau, aber es geht auch um die Verknüpfung zwischen dem Objekt selbst und dem Unterricht, der hier passiert. Ich glaube, der ist in hervorragender Weise gelungen. Herr Kasanik, Sie sind sozusagen der Architekt dieses Projektes. Wie kommt man eigentlich als Architekt zu so einem Projekt? Das war ein europaweiter Wettbewerb, der ausgelobt war und den haben wir im Jahre 2007 gewonnen und in Folge dann den Auftrag erhalten und das hat uns dann 5 Jahre beschäftigt, bis die Realisierung abgeschlossen war. Es fügt sich ja alles zusammen, es geht alles Hand in Hand, der Altbau mit dem Neubau. Wie kommt man auf so eine Idee, alt mit neu zu verknüpfen und das Ganze dann mit Holz zu machen? Die Themenstellung war eigentlich in der Auslobung des Wettbewerbes sehr stark schon bestimmt. Holz, es geht um eine Forstschule, deswegen war Holz als Material in der Konstruktion, in der Verkleidung sehr stark zu verwenden. Und die Verknüpfung mit dem Bestand ist eine funktionelle Notwendigkeit. Es gibt ein Internat, ein bestehendes, das wurde aufgestockt und die Schüler gehen gern mit den Patschen in die Schule. Mit diesem Projekt bzw. dem verliehenen Preis möchte man seitens der BIK, der Bundesimmobiliengesellschaft, neue Wege gehen. Die BIK als Eigentümer des Gebäudes bemüht sich, nachhaltige Gebäude zu errichten und für Bruck an der Mur wurde Gott sei Dank dieses Projekt gewählt und wir versuchen mit diesem Holzbaupreis neue Schritte oder neue Wege zu gehen, als Grundlage neue Wege zu gehen, um in der Zukunft neue Materialien und neue Gebäude zu errichten. Auch der Obmann von Proholz Steiermark und zugleich Präsident der Landwirtschaftskammer war vor Ort. Die Organisation von Pro Holz ist Ausrichter des Steirischen Holzbaupreises und damit sind wir auch in enger Verbundenheit und in enger Verbindung auch hier mit der Forstschule in Bruck an der Mur. Und die Forstschule Bruck an der Mur ist Preisträger und dieser Preis wird heute offiziell an die Schule übergeben. Warum hat man sich um diesen Preis verdient gemacht in der Forstschule? Der Baustoff Holz ist ja in einer ganz besonderen Art und Weise mit eingesetzt worden, in der Kombination auch mit dem Werkstoff Glas. Und ich denke, Holz als Zeichen für Nachhaltigkeit, Holz als Zeichen auch für Tradition, gleichzeitig aber der Baustoff Glas als Zeichen für Offenheit, für Transparenz. Ich denke, das ist eine großartige Kombination. Großartig kombiniert hat man im Gesamtkomplex Neues und Tradition, was den Leitsatz der Schule auch ausdrückt, nämlich Bildung braucht Wurzeln.